Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von StoneShard. Ja, mit einem Restart der Patch. Weiß nicht wie viel. Der hat leider den Save-Spielstand gecrashed. Steht auch. Ich kann mal kurz schauen. Patch 0.5.7.10, ja. Der ist aber also schon mehr. nein, 11. Okay, am Schluss 11. Macht, dass wir ja Save-Inkompatibilität haben. Wir müssen also wieder hier beginnen. Aber das haben wir schnell gemacht. Und ja, müssen die Zauberin wieder nehmen. Ist nicht verfügbar. Mensch. Männlich, weiblich. Ja. Okay. Okay, gut. Springen wir das. Bestätigen. Und legen halt wieder los mit dem Jagen. Aber ja, wir scheinen, dass wir früher wieder zurückgehen. Gehen wir mal noch kurz nach oben, nehmen den Apfel und gehen ganz nach oben. So, ah ja, Skin noch kurz und den Stab ausrüsten. Das sollte automatisch im Inventar sein, das braucht ja sowieso jeder. Aber so ein unfertiges Spiel muss halt dann manchmal gerollbackt werden. Gerollbackt. Ja, genau. Also, nix. 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 Okay. Ein Kamm. Ein Kamm braucht die Frau. Nein, lieber nicht. Heilungseffizienz von mir aus. Aber ja, wir können uns auch heilen, sicher. Aber jetzt noch nicht. Wir haben noch keine Heilungszauber. Ja. Also, was machen wir? Wir gehen jetzt mal wieder rechts herum. Und dann nach oben und so. Der hier unten war es effizienter. Gehen wir lieber runter. Was ist hier? Das ist eine Schere, ist es ja, der Schneider, ja? Wahrscheinlich. Reden wir kurz mit der. Ja. Okay. Schneider. Ah, und wer zum Teufel bist du? Oh, noch ein Söldner. Nun, wenn das keine Überraschung ist. Und eine Frau obendrein, der Gastgeber hat Erbarmen. Hast du das gegen mich? Wenn Frauen zu den Waffen greifen und so tun, als könnten sie sich schwingen, kann es nur bedeuten, dass das Ende aller Zeit gekommen ist und wir nicht mehr lange auf dieser Welt verweilen. Aber wer bin ich, dass ich mich beschweren darf? Nur ein alter Langweiler, der kein bisschen Respekt verdient. Habe ich recht? Jedenfalls hoffe ich, dass du es schaffst, etwas länger zu überleben als unser letzter Held. Was willst du von mir? Was verkaufst du? Also wie angenommen. Geldbeutel habe ich ja. Naja, nichts Besonderes. Ja. Schmiedehandschuhe. Ein Schmied trägt das nicht, solche Handschuhe. Da kann er ja nichts mehr in der Hand halten. Sehe ich also jemand, der sich um einige Halsabschläge kümmert? Frag Oder, denn er ist derjenige, der sich mit ihnen beschäftigt. Sehe nur ab und zu einen weitenbewaffneten Kerl alle 2 Monate in Ostbrook herumspazieren. Er bringt dann 1 oder 2 Tage damit, durch die Stadt zu stolzieren. In seiner Rüstung zu klappern, Hühner zu jagen und alles einzustecken, was nicht niet- und nagelfest ist. Dann hat er vielleicht ein paar kleine Momente und beschließt, einen Auftrag anzunehmen. Ein paar Tage vergehen und unsere tapferen Wachen müssen seine Eingeweide von den Ästen außerhalb des Dorfes herunterholen. Oh, unsere Wachen machen das gern. Sie machen das meisterlich. Sie machen es viel besser als, sagen wir mal, ihre eigene Arbeit, damit wir nicht irgendein Gesindel anhören müssen. Ich bin nicht irgendein Pöbel, ich habe mehr als genug Erfahrung. Natürlich tust du das. Ich glaube dir. Ihr alle habt Erfahrung. Schade, dass du spät hergekommen bist. Wenn du im vergangenen Monat nach Ostbrook gekommen wärst, wärst du der 100. altgediente Söldner in unserem Dorf gewesen. Bist du des Klangs deiner Stimme nicht müde? Ja, das wollte ich auch schon lange sagen. Werde erstmal einmal so alt wie ich, bevor du den Mund aufmachst. Wenn du 60 bist, dann reden wir. Nö, muss ich nicht sein. Oh, ihr werdet alle sehen. Ihr werdet jeden einzelnen von euch überleben.
Ich werde jeden einzelnen von euch überleben. Ich werde noch auf euren Gräbern tanzen. Ja. Welche Waren suchst du? Felle. Ich brauche Felle, Wolf, Kaninchen, Hirsch. Ich kaufe alles. Okay, jetzt haben wir den gefunden, der die Felle will. Die örtlichen Jäger sind komplette Dilettanten. Das Wild zerstört sich, sobald sie einen Schritt von Osburg weggehen. Soll ich etwa mit nassem Stroh mähen? Nein. Der Schneider schaut dich verprüfend an. Vielleicht hast du mehr Glück. Zumindest scheinst du zu wissen, wie man einen Bogen hält. Nein, ich will nicht mit dem Bogen. Ich will mit dem Feuer. Ich will dich schon abräuchern. Wenn du Pfeile brauchst, besuch unser Zimmer. Man ist nur ein Tölpel, aber man braucht nicht viel Grips, um Bögen herzustellen. Er wohnt südlich von mir. Verlaufe dich nicht. Okay, dann gehen wir mal raus. Oh, da haben wir noch eine. Also das. Ja, sicher! Wieso liegt hier Stroh herum? Eieiei. Ich will etwas Gruselig finden. Ah, da ist. Nicht abhauen. Ah, das ist der Holzfäller. Okay. Was verkaufst du? Na, das ist der Schmied scheinbar. Also der verkauft. Zimmermann, okay. Ja, immer das Gleiche. Das riecht doch aus. Ja, das wusste ich doch. Schon lange habe ich das Spaß mal gehabt. Oh, ja. Okay, dann gehen wir halt raus. Der Schmied muss irgendwie im Norden sein oder so, also oben. Also, was machen wir? Wir greifen alles an und hauen ab. Wir sammeln einfach mal Pilze. Und was ich nicht mache, ist mich verletzen. Eieiei. Das ist immer so schlimm in diesem Game. Ach, Mann. Was ist das so schnell? Schachtel haben wir ja nicht gut. Ja, sicher. Okay. Verstanden. Wir hauen ab. Wir machen kurz einen Bogen. Bis die Sache, bis Gras darüber gewachsen ist. Irgendwo hier muss es sein. Hase entdeckt. Hase ist tot. Wir haben ein bisschen Eggs bekommen. Ich muss den irgendwie runter. So, jetzt. Ha! Ich mache Action aus diesem, ja, rundenbasierten Kampfsystem. Okay, er ist tot. Aber die geben auch kein. Ja, okay. Also rund und dann rechts. Was haben wir hier? Hier haben wir momentan noch nichts. Es ist sehr ein tolles Spiel, also ich lieb's einfach. Das Kampfsystem ist halt echt nix. Also es ist nicht mein Fall. Hier ist gar nichts. Was ist das? Klette. Ich kann dort kletten bleiben. Hallo? Wohnt hier jemand? Ich hab Bock, das Camp wieder auszuräuchern, aber es ist zu schwer halt. Pfefferminze, das müssen wir doch haben. Aber wieso wohnt hier niemand? Kein einziger Mob. Okay. Verstanden. Minz. Gut. Aber ich brauche Felle. Felle. Hallo. Rehe. Und Wölfe, aber gab, glaube ich, noch Felle, oder? Irgendein anderes Tier gab noch Felle. Okay. Gehen wir doch nach links. Hier ist echt nichts. Den müssen wir nicht mitnehmen. Ich drücke immer die 2. Automatisch irgendwie ein bisschen. Ich habe das auf der 2, die Taste, damit ich schnell casten kann. Aber ja, pff. Ich muss irgendwie verstärken.
jetzt ist er weg. So. Hä? Wieso geben die kein Fell mehr? Hä? Also das Wildschwein gibt wahrscheinlich auch Fell. Boah, voller kritischer Treffer. Freund! Aber er brennt. Und er ist weg. Und jetzt haben wir ein Wurfsbett. So, oh. Noch einer. So langsam habe ich wenig Mana. Aua. Oh, muss das sein, ey? Wir bluten, hä? Ja, wir können diese Sachen eigentlich einsetzen, wenn es Nachschub gibt. Aber ich hab nichts dabei. Ich hab nichts gegen Bluten dabei. Das ist ein Scherz, ey. Bluten. Es geht nicht weg. Doch, es geht weg. Sehr gut. Wahnsinn. Der Schmerz sollte eigentlich weg sein. Na gut. Ah, das ist ein bisschen problematisch. Ja. Muss mal kurz schauen. Ah, das Ganze zu schreiben sie mir. Ja. Geht relativ gut. Okay, da ist ein Mann. Wir haben so wenig HP, also der HP muss noch. Kann das nicht sein, wieso sind die so schnell? Nein! Hallo! Ich hab die 3 gedrückt. Also das ist eine relativ schwach oder ich werde treffsicher mitten aufeinander. Sein Feuer. Das können wir manchmal nicht lesen. Plumpes Weichen. Stachelkörner. Okay, langsam werden wir ab Start. Also ich glaube, wir könnten eigentlich recht viel erreichen, wenn wir jetzt da unten das Camp angreifen. Das ist sehr gut. Immer weiter. Es wird einfach immer leichter. Ah, Mist. Die Gegner sollten auch fliehen können aus der Map. So ist es natürlich zu leicht. Da bin ich. Ich habe ihn eingesetzt. Ich dachte, es würde noch ein bisschen helfen. So, was haben wir jetzt? Nein. Okay, voll. Wir gehen aber noch mal kurz runter und essen den Käse. Oh Gott, Krümel bist du. Das ist das Krümelmonster. Ah, voll krümelig das Monster. So, bitte, Camp. Wo bist du? Okay, es hat noch mehr Leute da. Zeig uns, was du hast. Sehr gut. Nicht die Taste drücken. Noch
ein bisschen schwer mit den Kurzwahltasten, leider. Ah, das ist problematisch. Oh, ich hab voll. Das könnte ein bisschen noch schwer sein. Schmerz. Ich darf das nicht essen wegen Vergiftung. Okay. Das ist langsam ein Problem. Wir sterben. Hä? Okay, zweiter Wind. Okay, wir sind geheilt vom Ding. Okay. Mann, die sind einfach zu schwer. Die sind immer noch zu schwer. Ich muss also. Wo ist denn das Camp? War das kein Camp, nur so diese Pfosten? Scheinbar schon. Ja. Wir haben ein bisschen ein Problem. Wir sind hart verletzt. Also. Es geht irgendwie mehr runter hier. Okay, das sind nur wegen den Verletzungen. Wir müssen irgendwie Heilmittel jetzt kaufen. Also deshalb hoch und ja, okay. Das ist was wäre da. Sieht man nicht, aber das ist der Alchemist wahrscheinlich. Nicht abhauen. Es tut mir leid, aber ich bin reif für eine Küche. Was verkaufst du? Okay, sehr gut. Also, ich muss dir. Ich gebe dir einfach mal Pfefferminz oder so. Ja, ich muss das verkaufen. Okay, gibt leider nichts. Kräuterextrakt. Ist leider giftig. Sicher mal das. Das und Verband. Nehmen gleich zwei mit. Und der Rest müssen wir eigentlich nicht identifizieren. Nehmen wir auch mit. So. Sehr gut, dass es verschiedene Fächer gibt. Das. Okay. Gehen wir mal zum. Ja. Guten Tag, ja. Gute Nacht, Meister. Guten Morgen. Wo sind wir genau? Ah, wir sind hier unten. Okay, ja, klar. Also, hier ist er. Dem das verkaufen wahrscheinlich, der braucht jetzt. Ja, der braucht. So. Ja, okay. Ich weiß die Preise nicht, deshalb verkaufen wir das einfach mal. Ist denn das nur 43? Das andere hat ja irgendwie. Okay. Aber du hast nichts mehr, das ich haben möchte? Ne. Okay, aber immerhin
etwas bisschen Geld gemacht noch. Und der arbeitet weiter. Irgendwie sind alle draußen und gehen rein, weil es Nacht ist. Und er ist wieder drin. Draußen. Okay. Ich glaube, da kann man Essen kochen. Okay, deine Ohrringe muss ich leider mitnehmen. Wo ist jetzt hin? Ist es ein Bug, dass niemand zu Hause ist, obwohl er reingegangen ist? Hinter der Tür ist er auch nicht scheinbar. Ja, es muss wieder Tag werden, hä? Also speichern wir doch mal kurz das Spiel. Wir sind angekommen und Durst, Durst. Komm du mal dahin. Komm, ich muss mal mit dir reden. Ach komm. Sie geht natürlich schlafen direkt. Ist ja nicht spät, hä? Also dann gehen wir zuerst in die Taverne. Taverne war irgendwie rechts oben. Langsam geht's mir echt wieder gut. Ja, 91 von 91, gut. Einen Tag mal. Ja, jetzt haben wir langsam wieder ein bisschen weniger Geld. Ja, 21 haben wir. Dann tun wir hier rein mal nichts. Okay, was ist für Zeit? Wir schlafen mal 4 Stunden. Und wir haben erfrischt. Spiel wurde gespeichert, hä? Eigentlich muss das Spiel gespeichert haben. Wieso hat das Spiel nicht gespeichert? Müssen wir länger schlafen? Ja, jetzt wurde das Spiel gespeichert. Okay. Vielleicht weil nicht Tag wurde, weil es noch Nacht war. Eine Birne. Du bist großer Magistrat. Hast du irgendwelche Zauber, bitte? Geh zur Seite. Nein, ich gehe nicht zur Seite. Ja, die Banditen sind schwer, ich weiß. Ja, gut. Jetzt ist wieder Morgen. Oder ist schon wieder Abend? Sieht eher wie Abend aus. Was verkaufst du? Okay. Dietriche. Brauchen wir momentan nicht. Aber nicht teuer. Bechstange. Kaufen wir noch nicht. So. Jetzt haben wir eigentlich, ja, wieder 50 plus, genau. Dann gehen wir mal nach Westen noch. Ja, bisschen nach Westen. Zeit. Ja, morgen kommt eventuell Baby-Gym, dann kann ich natürlich direkt schauen. So lange auf ein Baby-Gym zu warten, dass ich hier nicht den richtigen gefunden habe für meinen Anschluss. Weil HDMI bei mir kaputt ist. Brot. Wieso machen Brezel nicht durstig, aber Brot? Brot macht doch nicht durstig. Ja, aber Vergiftung. Ein Bier vergiftet doch nicht, oder? Sind halt teuer, die Brezel. Aber wir machen ja trotzdem Plus.
Wir haben jetzt bloß 20 gemacht ungefähr. Nehmen wir mit. Ich brauche aber die Bücher. Ich muss irgendwie einen Turm oder so finden, der Magiebücher beinhaltet, einen Dungeon oder so. Weil wir finden hier halt nichts. Ein Wildschwein. Sehr gut. Okay, leider nichts. Aber wir haben auch kein Level, also wir killen ja viel. Aber irgendwie wird das Spiel schon ein bisschen geändert noch. Oh nein, ich bin halt einfach offensiver geworden. Man darf einfach nicht defensiv spielen, weil man ja sowieso eingeholt wird. Und das macht das Spiel natürlich einfacher. Aber laut Patch Notes hat sich wirklich nichts geändert. Am Balancing, am Balancing. Es sind nur so einzelne Fixes. Muss noch ein bisschen vorwärts gehen, ne? Soll ich mal das, die Fliegen-PC einfach rausschmeißen? Ne? Das ist ja nicht verkaufbar. Die blockieren sonst bald wieder sehr den Platz. Aha, jetzt kommt Kiefernwald. Ich möchte eigentlich hier so ein bisschen bleiben, also nach oben gehen. Also links nach oben, okay. Zuerst. Ja, komm, gehen wir nach oben. Das Gebiet ist sehr verlassen. Okay, Wölfe leider. Wenn wir hier sind, können wir die eigentlich gut. Wir sind immer langsamer. Jeder Gegner ist schneller. Okay, einen haben wir wieder. Jetzt habe ich das Mana. Sind wir verletzt? Nö, wir haben nur Hunger und Durst. Ich mache das ein bisschen schneller immer wieder. Damit wir nicht negativ. Ja gut, die wollen wir nicht mieten. Den gehen wir noch aus dem Weg. Todeskappe, das ist giftig, oder? Kann jemand essen, der gerne sterben möchte. Okay, noch ein Wildschwein. Ja, tun wir heute Wildschweine jagen. Gut. Oh. Okay, dann haben wir doch noch einen. So, in die richtige Richtung. Und das gebratene Reh. Gebratener Hirsch. Ja, ja. Ist gut. Also, dann gehen wir wieder zurück und... Ja, ich beende jetzt den Part schon und gehe einfach zurück, denke ich mal. Wenn ich es schaffe. Aber ich muss ja speichern. Oder wir machen jetzt einfach hier weiter den nächsten Part. Bis zum nächsten Part. Tschüss.